Hallo und herzlich willkommen zum Workshop Es ist Zeit zu schreien, kein Schlussstrich nach dem NSU-Prozess. Im Mai 2017 haben Aktivistinnen und Aktivisten am Schauspielhaus in Köln das NSU-Tribunal aufgeführt, um die Täterinnen in Neonazi-Strukturen, Verfassungsschutz, Behörden, Medien, Politik, Gerichten und den Rassismus in der Gesellschaft anzuklagen. Das Ergebnis? Ein Ergebnis ist diese Anklageschrift, die ihr euch nach dem Workshop hier vorne gerne abholen könnt. Und jetzt im Workshop habt ihr die Gelegenheit, mit den Aktivistinnen und Aktivisten ins Gespräch zu kommen. Viel Spaß. Ich sage es immer wieder und werde es auch in Zukunft sagen. Wer gegen die Nazis kämpft, kann sich leider nicht auf den Staat verlassen. Ich muss laut aufschreien. Seit Jahren hält diese Tradition in Deutschland an. Ob damals vor meiner Boutique in Rostock-Lichtenhagen, in Hoyerswerda, Mölln, Solingen oder im Fall des NSU, staatliche Behörden versagen und das Beängstigende ist, dass sie dies oft wissentlich tun. Beamtinnen und Beamte schützen nicht Opfer, sondern ihre Quellen, die Nazis. Was soll das? Opfer werden zu Täter, werden diffamiert und verhöhnt von den Behörden, den Medien, auch von der Gesellschaft. Ja, auch das hat Tradition. Was soll das? Wie können die Opfer des NSU und ihre Familien darauf vertrauen, dass es in München zu einem Urteil kommt, der ihnen und ihrer Trauer um ihre Toten und ihre Verletzten Genugtuung bietet, wenn der Prozess an sich nicht dafür geschaffen wurde, dies zu realisieren? Ganz klar ist, rassistische und faschistische Morde können nicht mit einem gewöhnlichen Strafprozess angeklagt werden. Wie soll es hier irgendwie Gerechtigkeit geben? Und wie soll man all diese Taten wirklich aufklären bzw. den rassistischen Komplex offenlegen? Und wenn wir in derartigen Zeiten leben, dann sind wir gefragt und gefordert. Wir alle haben die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, solidarisch mit den Opfern rassistischer Gewalt zu sein und ihnen zur Seite zu stehen, zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nie wieder alleine sein werden. Nicht gegenüber dem strukturellen Rassismus, nicht gegenüber den Medien und nicht gegenüber den Rassistinnen und Rassisten. Und das Tribunal hier in Köln ist dafür ein weiterer Meilenstein. Ein Meilenstein, unbeugsam zu sein und gemeinsam mit Opfern an- und einzuklagen. Danke. Danke dafür, dass ich heute das Tribunal mit eröffnen kann. Und danke dafür, dass ich ein Teil des Tribunals sein kann. Denn auch das Tribunal ist jetzt ein Teil einer Rache an den Nazis.
Adile, Frau von Enver Şimşek. Es war ein sehr sonniger Tag, warm. Ich war in Würzburg, habe Blumen verkauft. Enver ist an diesem Tag morgens nach Nürnberg. Ich habe mich sehr träge gefühlt. Dann bin ich nach Hause. 8 bis 9 Polizisten sind rein, mit Waffen. Ich habe gefragt, was ist passiert? Erschossen? Wir sind nachts in Nürnberg angekommen. Ich habe mir gedacht, er überlebt. Wir haben bei einem Freund geschlafen. Als ich am nächsten Tag sagte, ich will zu meinem Mann, nahmen sie mich mit zur Vernehmung. Jeden Tag gab es ein Verhör. Ich habe immer alle Fragen beantwortet, damit der Mörder so schnell wie möglich gefunden wird. Die ganze Familie wurde überprüft. Unsere Telefone wurden abgehört. Einmal ist morgens die Polizei gekommen. Meine Mutter war auch da. Auf einmal haben sie die Türe aufgemacht. 15 Polizisten. Sie haben unsere Hand- und Fingerabdrücke genommen, aus unserem Mund die Spucke. Sie haben die Wohnung Stück für Stück durchsucht, die Wäsche von Enver. Sie haben alles hingeschmissen. Meine Mutter ist in Ohnmacht gefallen. Der Kommissar hat mich gefragt, wie oft hatten Sie Sex mit Ihrem Mann? Das hat mich sehr aufgeregt. Was hat das alles mit meinem Schlafzimmer zu tun? Ist das eine Mordkommission oder eine Sexkommission? Ein anderes Mal hat uns die Polizei nach Nürnberg gerufen, damit wir den Transporter abholen. In den Transporter hatten sie etwas eingebaut, im Handschuhfach. Ein winziges Teil, ein Abhörgerät. Die dachten, sie haben uns eine Falle gestellt und uns erwischt. Ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher. Tochter des Ladenbesitzers in der Kölner Propsteigasse. Die Zeit nach dem Sprengstoffanschlag war für unsere ganze Familie nicht einfach. Ich lag mit schweren Verletzungen und Verbrennungen im Krankenhaus. Die Ungewissheit, ob es bleibende psychische und physische Schäden geben würde, war für meine ganze Familie kaum zu ertragen. Dazu kam die Angst um die berufliche und finanzielle Existenz. Wie sollte es weitergehen? Wovon sollten wir leben? Und zu all dem kamen noch die laufenden Ermittlungen hinzu, in deren Mittelpunkt unsere ganze Familie stand. Diese Anschuldigungen waren eine enorme Belastung für uns. Die Ermittlungen verliefen im Nichts. Ein rechtsradikaler Hintergrund wurde relativ zügig ausgeschlossen. Es wurde die Theorie eines psychisch kranken Einzeltäters aufgestellt, der einfach nur aus purem Zufall den Korb ausgerechnet in unserem Laden abgestellt hatte. Tülin, Tochter von Abdurrahim Özdoğru. Bis zum Tod meines Vaters hatte ich viele Freunde. Danach habe ich die Verbindungen abgebrochen und mich ziemlich abgekapselt. Ich habe mit niemandem über das, was passiert ist, geredet. Was hätte ich auch sagen sollen? Es gab ja keine Erklärung für die Tat. Es gab nur Spekulationen in den Medien. Freunde, die uns lange kannten, die mit uns am Tisch gesessen hatten, die viel Zeit mit uns verbracht hatten, grüßten uns plötzlich nicht mehr oder wechselten die Straßenseite, wenn sie uns sahen. Einige dachten, da müsste doch irgendwas faul sein, wenn jemand ermordet wird. Sie haben uns verurteilt. Andere hatten vielleicht einfach nur Angst. Wieder andere haben vielleicht aus Anstand nicht nachgehakt. Schwiegermutter von Habil Kilic. Kommen Sie bitte in die Bayerstraße 34. Ich wusste gar nicht, was da ist in der Bayerstraße. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Privatklinik. Ich bin dann da hingegangen. Dann kam eine Frau zu mir und sagte, brauchen Sie Dolmetscher? Ich habe gefragt, für was, bitteschön? Bitte bringen Sie mich zu ihm. Dann hat sie mich in ein Zimmer gebracht, in dem eine Polizistin saß. Mögen Sie Ihren Schwiegersohn? Wollten Sie, dass Ihre Tochter ihn heiratet? Nach 3,5 Stunden Verhör hat das Telefon im Zimmer geklingelt. Die Polizistin ist ans Telefon gegangen, dann hat sie sich umgedreht und gesagt, Ihr Schwiegersohn ist gerade gestorben, aber die Organe sind gesund. Das war nachmittags 1 oder 1:30.
Ihr Schwiegersohn ist gerade gestorben, aber die Organe sind gesund. Da habe ich angefangen zu schreien. Ich habe richtig geschrien. Warum halten Sie mich hier? Warum haben Sie mich nicht zu ihm gelassen, zu ihm, in den Laden, zumindest um seine Hand zu halten? Er ist ganz alleine und einsam dort gestorben. Ich habe mir gedacht, wer das eigentlich war, der den Befehl gegeben hat, uns so zu quälen. Verstehen Sie? Warum wurde gerade wir ausgesucht und gequält? Das geht mir nicht in den Kopf. Ich wohne schon seit 60 Jahren in München und besitze einen deutschen Pass. Mustafa, Bruder von Mehmet Turgut. Schon bald fingen die quälenden Fragen und Gerüchte an. Wer hat Mehmet erschossen? Und warum? Irgendwann kam dann die deutsche Polizei. Die Beamten kamen nicht in unser Dorf. Sie haben nicht meine Eltern befragt. Sie fragten im Nachbardorf herum, hatten die Turguts Feinde? Gab es einen Anhaltspunkt für Blutrache? Die deutsche Polizei hat auch meinen Bruder Yunus mehrmals nach Ankara mitgenommen zum Verhör. Und immer hat man ihm dort erklärt, das war bestimmt einer von euch. Niemand hat uns geglaubt, dass das völliger Unsinn war. Das war das Schlimmste. Die deutsche Polizei hat unsere ganze Familie schlecht gemacht, indem sie in der Gegend nach uns fragte. Sie hat die Gerüchte zusätzlich angeheizt. Die Verdächtigungen nahmen ein solches Ausmaß an, dass es die Familie fast zerstört hätte. Natürlich haben wir damals auch überlegt, dass es Rechtsradikale gewesen sein könnten, die Mehmet ermordet haben. Mein Vater hatte zuvor ja auch einige Zeit in Deutschland gearbeitet. Er kannte Ausländerfeindlichkeit. Er war sich sicher, es waren Neonazis und eines Tages kommt die Wahrheit heraus. Hassan, Überlebender der Kolbstraße. Die Verhöre der Polizei waren ein Übel für sich. Ich habe solche Verhöre in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe angefangen zu erzählen, wie es war, dass er ein Käppi auf dem Kopf hatte, ungefähr 1,80 groß, vom Typ leicht blond. Die Polizei meinte dann direkt zu mir, kann es nicht auch eine dunkelhaarige Person gewesen sein? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich will das nicht verstehen. Wie kann man eine Sache, die jemand gesehen hat, einfach umdrehen? Man muss diese ganze Sache unbedingt auf die Türken abwälzen? Muss die Person direkt dunkelhaarig sein? Kerem, Sohn von Ismail Jascha. Nach dem Tod meines Vaters fingen sofort die Vernehmungen an. Die Polizei fragte mich, wer in dem Dönerladen ein- und ausgegangen ist. Sie nahmen Fingerabdrücke und DNA-Proben von mir, als ob ich, der 15-jährige Sohn, der Täter wäre. Sie haben auch meine Mutter verdächtigt, etwas mit dem Tod zu tun zu haben. Sie haben Behauptungen aufgetischt, die einfach nicht gestimmt haben, bloß damit sie irgendetwas erzählt. Irgendwann behaupteten sie, mein Vater hätte vom Imbiss aus Drogen an Jugendliche verkauft. Der Stand wurde versiegelt, monatelang. Meine Mutter musste trotzdem weiter Miete zahlen und hatte am Ende einen Berg Schulden. Bevor das mit meinem Vater passierte, habe ich mich nie als Ausländer gefühlt. Ich habe mich hier immer wohl und sicher gefühlt. Und dann merkst du plötzlich, irgendwas stimmt nicht. Wie soll man sich heimisch fühlen in einem Land, in dem jahrelang nichts getan wird, um die Mörder des eigenen Vaters zu finden? Gavril, Bruder von Theodoros Bulgaridis. Sie haben mir nicht erlaubt, ihn nochmal zu sehen. Nein, Sie haben es mir nicht erlaubt. Wegen Tatort und diesem jenen. Sicherung und was ich was alles. Und die haben die Leiche dann mitgenommen von meinem Bruder und wir haben wochenlang, ein, zwei Wochen, glaube ich, gewartet. Wir haben ihn mitgenommen nach Griechenland und ihn dort beerdigt. Wir sind dann zurückgekommen und der Laden war immer noch zu. Alles voller Puder,
voller schwarzem Puder und die Blutlache von 1,50 Meter Länge und Breite war immer noch da. Die haben das so belassen, 3 Wochen, 4 Wochen lang mit diesen Polizeifeilen, alles verpudert in schwarz, der ganze Laden. Ich und meine Frau haben kniend mit Spachteln sein Blut weggekratzt und dann haben wir dieses Blut an einem Baum vor unserem damaligen Haus, sag ich mal, reingelegt. Ich gehe oft mit meiner Frau spazieren und wir besuchen den Ort. Ja, es ist eine schwierige Zeit gewesen. Es ist immer noch eine schwierige Zeit. Elif, Mutter von Mehmet Kubaschik. Die Polizei hat mich und Gamze vernommen. 5, 6 Stunden. Die Polizisten sind mit Hunden gekommen und haben den Keller, das Auto und alles durchsucht. Sie haben so Staubpartikelproben genommen. Habt es auch erlaubt, sodass sofort alles ans Tageslicht kommt. Sie haben Fingerabdrücke genommen, DNAs. Als wir in der Türkei waren, haben die Polizisten alle Nachbarn und Bekannten gefragt. Hat Mehmet mit Frauen was gehabt? Ob er Kontakte zur Mafia hatte? Ismail, Vater von Halit Yozgat. Ich wusste, wer die Mörder meines Sohnes sind. Ich habe den Polizisten gesagt, dass die Mörder Ausländerfeinde oder Türkenfeinde sind. Sie glaubten uns nicht. 6 Jahre lang habe ich selbst die Mörder gesucht. Die Mörder wussten die ganze Zeit, wer ich war. Wer weiß, ob sie auch verfolgt haben, was über meine Familie, über Halit in den Zeitungen stand. Ich bin nach Hamburg gefahren, nach München, nach Nürnberg, ganz allein. Mein Herz stand einfach nicht still. Ayşen, Schwester von Süleyman Taşkıprül. In der Zeit der Selbstenttarnung des NSU 2011 habe ich noch öfter als sonst an meinen Bruder gedacht und daran, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Das war in der Türkei, kurz vor seiner Beisetzung. Er war in weiße Tücher eingewickelt. Er war bleich und so kalt, aber sein Mund sah aus, als ob er lächeln würde. Ich durfte ihn nicht berühren, der Hoca hatte es verboten, aber ich habe ihm trotzdem zum Abschied einen Kuss gegeben. Und dann kam der Abend, an dem ich vor dem Fernseher saß und auf einmal das Bekennervideo der NSU gezeigt wurde. Ich habe angefangen zu schreien und konnte nicht wieder aufhören. Da lag mein Bruder in seinem eigenen Blut auf den rot-weißen Fliesen, die ich so gut kannte. Ich sehe seine zierlichen Hände und ich erkenne seine Armbanduhr und kein Lächeln auf seinen Lippen. Er ist ermordet worden und liegt auf den kalten Kacheln in seinem eigenen Blut. Mein kleiner Sohn wacht von meinem Schreien auf. Ich muss mich zusammenreißen, um ihn zu trösten und wieder schlafen zu legen. An diesem Tag ist mein Bruder ein zweites Mal gestorben und etwas ist in mir zerbrochen. Körper und Geist gehen ihre eigenen Wege. Mein Leben entgleitet mir. Alles, was ich möchte, sind Antworten. Wer sind die Leute hinter dem NSU? Warum ausgerechnet mein Bruder? Was hatte der deutsche Staat damit zu tun? Wer hat die Akten vernichtet und warum? Enver Şimşek, Abdurrahim Özoduru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaschik, Halit Yozgat, mögen Sie wenigstens jetzt in Frieden ruhen, inshallah. Sie sind der rassistischen Gewalt des NSU zum Opfer gefallen. Die Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße sowie des Bombenanschlags in der Propsteigasse überlebten die Anschläge, zwar knapp, jedoch schwer verletzt. Dem behördlichen Angriff nach dem Anschlag entkam keiner von ihnen.
und es entkam dem auch keine der Opferfamilien. Die Kolbstraße und die Ermittlungen der Kolbstraße haben mittlerweile auch zwei Menschenleben gefordert an den Spätfolgen. Der institutionelle Rassismus, der sich gegen die migrantischen Lebenswelten richtete, geht bis heute ungebrochen weiter. Doch genauso ist es auch mit dem Widerstand dagegen. Wir haben auf dem NSU-Tribunal in Köln im letzten Jahr viel geklagt. Das war ein Teil dieser Klage. Wir haben gemeinsam mit den Betroffenen geklagt, obwohl wir ihr Leid niemals verstehen werden. Wir haben aber auch angeklagt und wir wollen jetzt gemeinsam mit euch auf eine Zeitreise gehen, um diese Anklage nachvollziehen zu können. Denn diese Anklage beginnt nicht erst 1999 mit dem, was wir bis jetzt wissen, ersten Anschlag des NSU auf eine Kneipe in Nürnberg. Sie beginnt schon viel früher und sie endet auch nicht 2018. 2018, in diesem Jahr, wahrscheinlich zwischen dem 10. und 12. Juli, wird in München am Oberlandesgericht das Urteil fallen. Wir werden zum Schluss noch was zur Mobilisierung nach München sagen. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist das, was das Motto dieser Kampagne ist, kein Schlussstrich. Das heißt, die Anklage geht weiter und das Klagen wird weitergehen. Und wir wollen jetzt gemeinsam mit euch ja, von den 1980er Jahren bis heute Zeitreisen. Und dazu werden gerade Bilder im Raum verteilt. Und ihr seht in der Mitte, dass wir so einen Zeitstrahl da aufgeklebt haben. Vielleicht all jene, die auf diesem Zeitstrahl sitzen, können mal links oder rechts sich davon wegbewegen. Der beginnt 1980, könnte aber eigentlich viel früher beginnen, aber wir haben nicht so lange Zeit. Und endet 2018 und wie ich schon gesagt habe, er wird weitergehen. Wir wollen euch bitten, dass ihr euch jetzt einfach mit den Leuten, mit denen ihr zusammensetzt, kurz ins Gespräch kommt und überlegt, was ihr damit verbindet, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Sind das Ereignisse, die das einordnen, erinnern die euch an eigene Erlebnisse, an eine bestimmte Zeit? Und dann werden wir gemeinsam hier vorne oder mit euch hier unten das auflösen oder kontextualisieren, was auf diesen Bildern zu sehen ist und so eine Geschichte der Verbrechen des NSU erzählen, aber auch eine Geschichte des Widerstandes. Ja, legt einfach los, so 5 bis 10 Minuten. Wir schauen dann nochmal, wie weit ihr kommt. Ja.
ersten drei für die ersten drei Leute und dann geben wir die weiter. Die München. Machst du die PowerPoint? Genau. Ich sag jetzt. So lange ist noch ein Minütchen. Seite. Das ist Jahre nach dem Anschlag, das Bild. Ja, das ist. Genau. Nur für alle, die jetzt schon fertig sind. Wir machen noch so 2 Minuten Diskussion unter euch und dann fangen wir hier vorne oder mit euch unten an. Okay. Dann würden wir gerne mit euch jetzt das zusammentragen und gemeinsam mit euch diesen Zeitstrahl erstellen, rassistischer Kontinuität, aber auch kontinuierlichen Widerstands gegen Rassismus. Und wir würden gerne dann nach und nach die Sache mit euch zusammentragen. Ich würde euch gerne kurz darauf ansprechen, was ihr vielleicht zu den einzelnen Bildern sozusagen da gesehen habt, wenn ihr mögt, was dazu zu sagen. Ansonsten winkt einfach ab, wenn ihr keine Lust habt, was dazu zu sagen. Und wir fangen an mit einem Zeitungsartikel. Und den Zeitungsartikel, der ist hier vorne gewesen. Ihr habt eine Zeitungsseite gehabt, eine Titelseite. Was ist euch dabei aufgefallen? Habt ihr Lust, das zu kommentieren? Okay, und zwar ist es ja so, dass immer wieder davon geredet wird, der NSU beginnt eben 2000 und das ist schon sozusagen ein falscher Zeitstrahl, denn der NSU ist aktiv geworden schon 1999 mit einem ersten Bombenanschlag. Da wird häufig gesagt, der NSU ist aufgewachsen in der Zeit der 90er Jahre, auch das ist eine falsche Periodisierung. Man muss davon reden, dass der rassistische Terror und der Rechtsterrorismus in Deutschland mindestens seit 1980 beginnt und zwar mit dem Tag des 22. August. Das hier ist eine Titelseite vom Hamburger Abendblatt. Auf dieser Titelseite fällt es gar nicht mal so sehr ins Auge. Ich weiß nicht, ob es euch direkt ins Auge fallen. Es sind viele, alle möglichen Artikel. Und ganz hier oben, ganz klein, ist ein kurzer Artikel
Und da steht drauf, Asylbewerber nach Hamburg geschickt. Und da geht es sozusagen um einen großen Protest darum, dass eine Gruppe von Roma und eine Gruppe von Geflüchteten aus Afghanistan nach Hamburg geschickt wurde, aus Hessen. Und Hamburg ja sowieso schon überlastet sei mit den ganzen vietnamesischen Geflüchteten in der Stadt. Das ist so ein ganz kleiner Artikel, der so ein bisschen untergeht hier oben. In der Nacht des 22. August lesen diesen Artikel an einer Tankstelle allerdings drei Personen, Heinz Kolditz, Sibylle Vorderbrücke und Manfred Röder. Und die füllen Molotow-Cocktails daraufhin zusammen und sagen, in der Zeitung steht, dass immer mehr Asylbewerber kommen, die Politik tut nichts, wir werden aktiv und tun etwas dagegen. Sie fahren dann in die Halske Straße in Hamburg-Bewerder und werfen einen Molotow-Cocktail auf die dortige Unterkunft. Und hier drüben habe ich den Artikel gesehen, der dann das Ganze thematisiert. Ich weiß nicht, hast du Lust, was dazu zu kommentieren? Eher nicht? Dir was neu? Das geht, denke ich, vielen so. Dieser Artikel, den seht ihr auch vorne nochmal auf der linken Seite, zeigt dann eben das Ausmaß dieses ersten rechtsterroristischen Anschlags. Sie werfen diesen Molotow-Cocktail auf die Unterkunft, sprühen ein großes Ausländer raus an die Unterkunft. Und zwei junge Männer erleiden dort den Flammen. Dort fliegt nämlich der Molotow-Cocktail in ihr Zimmer. Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan, beide gerade mal 20 Jahre alt, vor ein paar Wochen erst nach Hamburg gekommen, aus Vietnam und aus Malaysia wurden sie gerettet von der Kap Anamur. Und sie finden dort den Tod. Das sind die beiden ersten dokumentierten Opfer des Rechtsterrorismus. Es hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre das sozusagen so, was man häufiger hat, Nazis sagen, okay, wir werden aktiv und füllen Molotow-Cocktails. Manfred Röder, Sibylle Vorderbrücke, Heinz Kolditz waren Mitglieder der sogenannten deutschen Aktionsgruppen. Die waren vorher schon monatelang in Deutschland unterwegs, haben verschiedene Geflüchtete angegriffen, haben verschiedene NS-Gedenkstätten angegriffen mit Bombenattacken, haben verschiedene Politiker angegriffen. Und das waren die ersten Todesopfer, die sie gefordert haben da drin. Diese Gruppe ist dann später verurteilt worden da drin. Es gab eine kurze Zeit der Aufmerksamkeit. Sie wandert in den Knast. Manfred Röder als der Chef dieser Gruppe ist wenige Jahre später, also gut 10, 11 Jahre später, wegen guter Führung wieder entlassen worden. Das Erste, was er gemacht hat, war loszuziehen und gegen die Wehrmachtsausstellung zu demonstrieren und versucht, die Wehrmachtsausstellung eben auch durch Anschläge zu boykottieren. Er saß dann im Prozess und wer saß im Prozess und hat die Solidaritätskampagne für Manfred Röder gemacht? Exakt die drei NSU-Mitglieder. Das heißt, der Mord in Hamburg, der so vergessen ist, ist im Grunde genommen das erste Vorbild gewesen für rechtsterroristische Organisierung, die wir dann später gesehen haben. Und wir gehen gleich zum nächsten Bild. Hatte das jemand? Es liegt hier so in der Mitte einsam herum. Aber ich glaube, ihr hattet ein damit verbundenes Bild. Kann ich euch fragen, ob ihr was dazu besprochen habt, ob das bei euch Assoziationen geweckt hat? Na, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Bilder aus der Zeit. Ja, was es jetzt zu sagen gibt, einfach das haben wir jetzt nicht vorne drauf. Ein Bild, das einfach immer wieder kommt zur WM, würde ich sagen, auch gerade dieses Jahr wieder auf Dörfern, wo auch immer. Ja, rassistischer Normalzustand. Genau, aber was ist Ja, Rostock-Lichtenhagen, ich glaube, das sagt allen was. Okay, Rostock-Lichtenhagen, das sagt allen was. Hast du gerade gesagt, ja, wahrscheinlich eines der weltweit bekanntesten Pogrome in Deutschland nach der Nazi-Zeit. Was hat das aber mit dem NSU zu tun, Rostock-Lichtenhagen? Wir haben bei uns in der Anklageschrift, die da vorne rumliegt, den ersten Punkt der Anklage genannt. Wir klagen an die gesellschaftliche Akzeptanz und das Klima der Straffreiheit angesichts der Geburtsstunde des NSU in den 1990er Jahren. Jetzt haben wir gerade gehört, die Geburtsstunde war eigentlich schon davor, aber in den 1990er Jahren hat sich der NSU, das hat natürlich auch gerade was mit dem Alter der Leute zu tun, tatsächlich organisiert zusammengefunden. Und in dieser Zeit haben sich bundesweit ost- und westdeutsch vernetzte Neonazi-Strukturen ausgebildet, die ich sag mal, angetrieben worden durch das, was wir das Klima der Straffreiheit nennen. Und Klima der Straffreiheit heißt, dass von den Angreifern
in Rostock-Lichtenhagen. Das waren hunderte organisierte Neonazis, das waren ungefähr 3000 normale Bürger und Bürgerinnen, der rassistische Mob, dass von den Leuten ungefähr 250 nur angeklagt wurden und dass insgesamt nur 40 Personen bestraft wurden, und zwar sind die weggekommen mit Geldbußen oder mit Bewährungsstrafen. Es gab dann im Jahr 2002, also 10 Jahre später, nochmal eine größere Verhandlung am Landgericht, und dort sind 3 der Täter wegen versuchten Mordes verurteilt worden, aber auch eher zur kürzeren Haftstrafe. Also das heißt, sie sind früher freigekommen. Das hat natürlich für die Nazis der damaligen Zeit ein klares Signal gesendet. Erstens, wenn wir Menschen angreifen, dann hat das keine Konsequenzen für uns. Und zweitens, unser politisches Programm kommt durch. Warum? Weil ja 1993 dann das Recht auf Asyl, das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft wurde. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, warum wir Rostock-Lichtenhagen gewählt haben, als so eine Art, ja auch so ein Schlüsselmoment für die Entstehung des NSU. Ja, was auch wichtig ist, irgendwie neben den ganzen Geschichten von den Nazis und wie sie sich organisiert und sozialisiert haben, ist, dass sie während der ganzen Zeit auch Formen von staatlicher Unterstützung bekommen haben. Es gab da 2 wichtige Programme, die man nennen muss. Das erste wäre der Verfassungsschutz, über den muss man jetzt, glaube ich, nicht weiter viel sagen. Es gab aber auch ein staatliches Programm für Jugendarbeit, das schon nach dem Pogrom in Hoyerswerda, ein Jahr vor Rostock 1991 anfing, das sogenannte Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Neben diesem Jugendclub, wo hier man Angela Merkel sieht, mit diesen Jugendlichen hier in Rostock, gab es auch einen entsprechenden Club in Jena, den sogenannten Winzerkeller. Den Winzerclub in Jena, da lese ich nur mal kurz aus der Anklageschrift vor. Auf den Bildern der Einweihung von 1991 von diesem Winzerclub ist Uwe Mundlos mit schwarz-rot-goldenen Hosenträgern, Bomberjacke und Springerstiefeln neben dem Sozialarbeiter Thomas Grund sowie dem Leiter des Jenaer Jugendamtes zu sehen. Auch Beate Zschäpe besuchte den Jugendclub im Stadtteil Winzerla. Sozialarbeiter Grund ist bis heute der Ansicht, dass Zschäpe zur damaligen Zeit ein völlig farbloses Mädchen gewesen sei, die ihre Zeit vor allem mit der Partnersuche verbracht hätte. Was aber auch immer wichtig ist für das Tribunal und für die politische Einschätzung dieser Zeit, ist auch zu wissen, dass es zu all dieser Zeit eben auch Widerstand gegen diese Nazi-Aktivitäten und auch deren die staatliche Relativierung davon und die mediale Relativierung dieser Ereignisse gab. Neben den bekannten Lichterketten und ähnlichen Sachen gab es aber auch militanten Widerstand von Migrantinnen und Migranten, die sich damals selbst organisiert haben. Na, und ich ergänze vielleicht als letzten Punkt noch mal was zu diesem Bild. Also Angela Merkel, die da ja sehr schlecht gekleidet ist, aber darum geht es nicht. Das waren wir damals alle. Die war damals Bundesjugendministerin, und die ist verantwortlich dafür, dass dieses erste Programm, was heute diese Demokratieprogramme gegen Rechtsextremismus sind, aufgelegt worden, die halt massiv akzeptierende Jugendsozialarbeit gefördert hat und damit quasi den Nazis ihre Clubs geschenkt haben. Okay, machen wir weiter. Mölln, 23. November 1992. Ihr kennt das alle, den Brandanschlag auf ein Haus in Mölln, wo eine türkische Familie oder mehrere Familien gewohnt haben. Es sterben 3 Personen, Bahida Arslan, Yeliz Arslan und Ayşe Yılmaz. Es überlebt schwer verletzt İbrahim Arslan, der eine wichtige Rolle gespielt hat, auch in dem Tribunal, in der Organisierung sozusagen des Gedenkens an die rassistischen Angriffe, an die rassistischen Morde. Und wir haben jetzt dieses Bild auch rumgegeben. Hier vorne liegt es. Habt ihr darüber geredet? Wollt ihr was dazu sagen? Okay, vielleicht fällt irgendjemand was auf an dem Bild. Wir können es mal ein bisschen interaktiver machen. Ich würde gerne was hören. Was stimmt da irgendwie nicht? Was denkt ihr, was ist das für ein Bild?
Ihr könnt einfach reinrufen oder... Genau, es ist vor dem Anschlag. Es ist 31.10.92. Der Anschlag war 23.11.92. Das ist eine Demonstration in Mölln, weil dort Neonazis einen Kornspeicher angezündet haben, weil es das Gerücht gab, dass dort Asylbewerber reinkommen sollen. Es gab sozusagen einen Anschlag, wo aber noch niemand umgekommen ist. Daraufhin gab es eine Antifa-Demo in Mölln, die gesagt hat, Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Fragezeichen, ist Mölln die nächste Stadt des Anschlags? 3 Wochen später wird das Haus angezündet, gleichzeitig in derselben Nacht das Haus in der Mühlenstraße, wo sehr viele Menschen, auch viele Kinder, schwerst verletzt werden, aber dort niemand stirbt. Genau, und was ähnlich ist, auch die Verbindung zum NSU, ist, dass die Stadt Mölln auch dort die Familie Aslan vor allen Dingen drangsaliert hat. Es gab Gerüchte gegen den Vater, dass da mit dem irgendwas nicht stimmt. Und bis heute sozusagen die Stadt Mölln mit dem Gedenken, mit dieser Familie sehr schäbig umgeht, die Familie im Grunde genommen als Schandfleck bezeichnet, die eigentlich immer stören. Und deswegen sozusagen das Gedenken dieser Familie, die sehr stark kämpft, ein Format entwickelt hat, das heißt die Rede, die Möllner Rede im Exil, dass sie jedes Jahr am Jahrestag eben in eine andere Stadt geht und dort sozusagen für das Gedenken eben kämpft. Ich würde sagen, wir machen einfach zum nächsten Punkt, weil wir ein bisschen Zeitstress haben. Wer hat dieses Bild gehabt? Jemand hochhalten? Hier vorne? Wisst ihr, weiß jemand, wer zu sehen ist auf dem Foto? Der Enver Şimşek. Genau. Enver Şimşek, der das erste Opfer der rassistischen Mordserie des NSU war. Am 9.9.2000 ist er niedergeschossen worden und 2 Tage später, am 11.9. in Nürnberg gestorben. Ich sag mal ein paar Sätze oder ein paar Daten zur Biografie von Enver Şimşek. Enver Şimşek ist 1961 in der Türkei geboren und 1986 nach Deutschland migriert und hat in Deutschland zunächst in einer Fabrik gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht mit einem Blumengroßhandel und hat sozusagen eine typische Biografie der Arbeitsmigration gehabt, wie viele tausend andere aus den Fabriken ausgezogen und dann sichtbar geworden mit eigenen Läden, mit eigenem Handel in den Städten. Und genau das ist ja das, was der NSU dann auch angegriffen hat. Genau diese Sichtbarkeit der Migration, der postmigrantischen Gesellschaft in den Städten, genau das ist das, wogegen sich der Terror des NSU gerichtet hat. Vielleicht habt ihr euch auch darüber unterhalten, über diese Tat. Gibt es irgendwas oder auch andere, was euch auffällt oder was ihr wisst, über diesen Mord an Enver Şimşek? Also das Erste, was ich auffällig finde, ist der Tatort Nürnberg. Wir haben jetzt gerade über die Vorgeschichte geredet, über die Findung des NSU in den 1990er Jahren. Dieser Mord findet nicht statt auf den Experimentierfeldern des thüringischen Heimatschutzes in Thüringen oder irgendwo in Ostdeutschland, sondern er findet in Nürnberg statt. Und wir haben schon, Doris hat schon kurz darüber gesprochen, dass es eben West- und ostdeutsche Neonazi-Netzwerke waren, die hier gemeinsam aktiv geworden sind in der Zeit nach 1990. Und das sieht man eben auch in diesem Tatort Nürnberg. Wir haben auch schon davon gehört, auch der erste Bombenanschlag, dieser sogenannte Taschenlampenanschlag des NSU hat in Nürnberg stattgefunden und auch 2 weitere Morde. Also Nürnberg ist ein sehr wichtiger Ort in diesem NSU-Komplex, ein sehr neuralgischer Punkt. Und der Tatort ist öffentlich. Dieser Mord findet am helllichten Tag statt, an einem öffentlichen Ort. Offensichtlich fühlen sich die Täter sehr sicher damit, diesen Mord dazu begehen. Und es gibt ein paar weitere Aspekte in diesem Mord an Enver Şimşek, die man im Folgenden im NSU-Komplex immer wieder finden wird, die sich immer in ähnlicher Weise auch wiederholen, nämlich beispielsweise, also nicht nur dieser öffentliche Ort, also später, hier ist es dieser Blumenstand von Enver Şimşek, später sind es solche Orte wie ein Kiosk, ein Imbiss, ein Schlüsseldienst oder ein Lebensmittelladen. Also nochmal alles diese Orte, an denen die Migration in der Stadt sichtbar wird. Und
Auch hier, und Massimo hat es gerade auch schon für Mölln angesprochen, auch hier gibt es wieder das Muster der Ermittlungen gegen die Opfer. Es ist dann konstruiert worden, Enver Şimşek hätte Drogen verkauft, er wäre in Drogenhandel involviert gewesen. Die Familie ist überwacht worden, es gab eine Telefonüberwachung der Familie. Und die Witwe von Enver Şimşek hat direkt in den Verhören gefragt, ob nicht auch Fremdenfeindlichkeit ein Motiv dieses Mordes sein konnte. Die ermittelnden Beamten haben dann gesagt, dafür gäbe es keine konkreten Hinweise. Und das ist der erste Hinweis in diesem NSU-Komplex darauf, von denen es dann viele, viele weitere geben wird. Ihr habt das auch in der Lesung am Anfang gehört. Immer wieder ist das genannt worden von Betroffenen, von den Angehörigen, dass es ein rassistisches Motiv geben könnte, dass sie Neonazis als Täter vermuten. Und immer wieder ist es von den ermittelnden Beamten abgebügelt worden, ist ihnen zum Teil gesagt worden, das wolle man nicht hören. Und nicht nur die Polizei, sondern auch die Zivilgesellschaft, auch wir haben diese Stimmen in all dieser Zeit nicht gehört, haben nicht auf diese Hinweise gehört, als die Betroffenen ganz klar gesagt haben, ermittelt gegen Nazis, wir vermuten die Täter dort. Und dann vielleicht noch ein letzter Satz, um das mal in der Zeit noch einzuordnen. 2000 gibt es eigentlich eine paradoxe Situation, denn es gibt kurze Zeit nach dem Mord an Enver Şimşek auch den Anschlag auf die Synagoge in Düsseldorf. Vielleicht ist das einigen auch noch im Gedächtnis. Danach hat Gerhard Schröder den sogenannten Aufstand der Anständigen ausgerufen. Dann sind auch diese Bundesprogramme gegen rechts noch mal massiv verstärkt worden. Also es hat eine ganz hohe öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema gegeben und gleichzeitig überhaupt keine für diesen konkreten Fall und dafür, dass die Betroffenen auch von da an gesagt haben, es könnte ein rassistisches Motiv haben. Also das ist unsichtbar gemacht worden, obwohl es gleichzeitig öffentlich so viel Diskussion über dieses Thema gab. Und man spricht gerade auch bei den Opfern des NSU immer davon, es waren Türken, die getroffen waren. Ja, es waren Türken, es waren Menschen, die aus der Türkei kamen, aber es waren vor allem Menschen, die hier schon lange Zeit gelebt haben. Und es hat sie getroffen in einer Zeit, an der das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht reformiert wurde, an denen die sogenannten Doppelpässe eingeführt wurden. Das heißt also, an einem der wenigen Momente, in dem die Leute, die als Gastarbeiter und ihre Kinder hierher gekommen sind und die BRD aufgebaut haben, das erste Mal ein Stück weit institutionelle und rechtliche Anerkennung in diesem Land bekommen haben. In dieser Zeit trifft der NSU diese Menschen mit ihren Morden und zeigt ihnen damit eindeutig, dass sie nach wie vor kein Teil der Gesellschaft sein sollen. Und es gibt so viel über diese Opfer zu erzählen, es gibt so viele Geschichten, die sie haben, und deshalb ist es uns auch immer wieder ein Anliegen, auf die genau diese Geschichten hinzuweisen. Und wir möchten mit euch noch in eine andere Geschichte eines anderen Opfers eingehen, und zwar in das NSU-Opfer Süleyman Taşköprü aus Hamburg, der vor wenigen Tagen am 27. Juni, also vor 17 Jahren und 2 Tagen, den Tod in Hamburg fand durch Mitglieder des NSU. Süleyman Taşköprü, hat die Polizei gesagt, ist das, was man bei der Polizei einen normalen türkischen Mann nennt, hitzköpfig, leicht zur Aggression zu bringen, mit einem Hang zur Kriminalität. Na, das ist das Bild, was sie verbreitet haben und was ihre Ermittlungen geleitet hat die ganze Zeit. Ich will euch aber eine andere Geschichte von Süleyman Taşköprü erzählen. Süleyman Taşköprü, dieser sogenannte türkische Mann, ist, als er 8 Jahre alt war, nach Hamburg gekommen. Der ist Ottensener durch und durch, der ist in der ganzen Stadt, den ganzen Viertel bekannt gewesen, bekannt vor allem für seinen Humor und für seine nette und zuvorkommende Art. Er hat bei Altona 93 gespielt, war ein guter Fußballspieler, der hat hamburgisch geschnackt, besser als er türkisch sprechen konnte. Der war auf jeden Fall authentischer als irgendein Olaf Scholz oder so. Das heißt, Süleyman Taşköprü ist ein Ottensener, ist ein Hamburger Jung und kein normaler türkischstämmiger Mann, der irgendwo herkam und mit irgendwelcher Kriminalität zu tun hätte. Der Mann wurde 2001 in seinem Laden, den er gerade übernommen hatte, um den aufzumöbeln, umgebracht am helllichten Tag. Sein Vater hat die Täter noch mit eigenen Augen aus dem Laden rausgehen sehen, hat gesagt, dass sie blonde Haare hatten, eindeutig vom Typ her deutsch waren. Das taucht in keiner Ermittlungsakte auf, stattdessen wird die ganze Zeit nach einem südländischen Täter ermittelt. Es geht immer nur um Südländer die ganze Zeit dabei. Es ging sogar so weit, dass die Hamburger Polizei einen Totenbeschwörer aus dem Iran hat einfliegen lassen, weil Südländer unter sich haben ja immer Kontakt miteinander, ne? Egal ob aus dem Iran oder ein Türke, die haben auf jeden Fall Kontakt, die kommen aus dem Süden alle. Und der hat dann versucht, Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen und hat gesagt, er hätte mit Süleyman Taşköprü gesprochen und der hatte gesagt, es war ein Südländer, der mich umgebracht hat. Ja, und da reden wir von einer Stadt,
wo gesagt wurde, bereits seit 6 Monaten, wir müssen nichts ermitteln, Hamburg, die Stadt, das einzige Tatort-Bundesland, in dem es bis heute keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt, weil wir haben alles getan, heißt es da. Wir haben alles getan, vor allem, weil Hamburg die erste Stadt war, in der eine Straße nach einem NSU-Opfer umbenannt wurde. Und wir haben hier ein Bild von diesen Straßennamen. Ich halte es auch kurz mal hier hoch, wer das soweit erkennen kann. Was seht ihr auf dem Bild? Also es ist eine Straße, Taschköprü-Straße, im Hintergrund ist eine Tankstelle zu sehen, links irgendwie sowas wie ein Industriegebiet, irgendwie gewerbliches Gebäude. Es scheint an irgendeinem Randviertel zu sein, auf jeden Fall jetzt nicht in der Stadt und scheinbar auch nicht die Straße, in der Süleyman Taşköprü umgebracht wurde. Es ist nämlich keine Ladenstraße, die zu sehen ist und somit hat die Stadt anscheinend dann irgendwann eine Straße umbenannt, aber irgendwo am Rand, wo es sozusagen nicht so stört. Ja, ganz richtig. Es gibt tatsächlich so gut wie keine eigentlich Anwohner in dort. Es gibt tatsächlich nur 2 Einfahrten für 2 Großmarkt und ein Kaufland. Es wurden daneben neue Häuser gebaut. Die haben explizit ihren einen Hauseingang nicht in die Taşköprü-Straße gelegt, damit sie diesen Namen nicht tragen. Wegen diesen türkischen S ist das ja auch immer kompliziert, meinten sie, dass man das auf dem Briefpapier und so weiter hat. Und die Stadt hat gesagt, wir benennen eine Straße um, aber wir nehmen nicht die Schützenstraße, wo der Laden war, die belebt ist, wo ständig Leute durchkommen, sondern wir nehmen die Straße daneben, wo alle nur durchfahren, um zur billigen Tankstelle da hinten zu kommen, wo es keine Anwohner gibt und die eine Parallelstraße davon ist. Und er hat nicht mal eine Straße bekommen, sondern das gabelt sich in der Mitte, die Straße, auf der Mitte der Straße wechselt die Straße in den alten Straßennamen wieder zurück. Das heißt, alles, was die Stadt Hamburg gegeben hat, als sozusagen offizielle Aufarbeitung, was sie auch immer wieder so präsentieren, ist ein paar Meter einer Straße. Mehr waren sie nicht in der Lage dazu zu errichten dort vor Ort. Es gibt allerdings noch einen anderen Gedenkort, den haben wir hier, den seht ihr auch da vorne nochmal. Magst du was dazu sagen? Was siehst du auf dem Gedenkort? Also man sieht einen Stein und der ist in der Mitte gespalten und auf der linken Seite ist eine Liste mit 10 Namen und Orten, also und Daten. Und auf der rechten Seite ist ein kurzer Infotext und darunter ist ein Stern. Und wir haben so ein bisschen darüber geredet, konnten aber auch nicht genau sagen, wo das ist. Aber wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten, dass oben rechts dieses gelbe Gasding ist und dass die Stadt es ja scheinbar nicht in der Lage ist, das mal 5 Meter zur Seite zu setzen, weil das ja vielleicht an der Stelle, wo eine Gedenkstätte ist, vielleicht ein bisschen unpassend wäre. Sehr schöner Hinweis auf jeden Fall. Das ist halt genauso wie bei Straßennamen, die müssen halt so bleiben, die wurden einmal gegeben und dann kann man niemals sowas verändern. Das ist der Gedenkort direkt am Laden, das heißt, das ist der Tatort selber, der ist markiert durch einen Gedenkort und zwar 2 Gedenkorte. Oben haben wir diesen staatlichen Gedenkort, den gespaltenen Stein, darunter den Gedenkort von Ayşen Taşköprü, der Schwester von Süleyman, die gesagt hat, ich mache meinen eigenen Gedenkort, weil dieses Mitleid des Staates, der aber nichts tut, das brauche ich nicht. Gedenken, mitfühlen und selber bestärken, das schaffen wir selber. Das haben wir all die Jahre, als wir kriminalisiert wurden, geschafft. Und deshalb schaffen wir auch unseren eigenen Gedenkort. Ayşen hat ihrem Bruder versprochen, wenn du vor mir stirbst, dann kriegst du einen Stern wie auf dem Wall of Fame in Los Angeles. Und das hat sie dort halt verlegt. Der hier oben, der ist so verwittert gewesen, dass man sogar nach 2 Jahren schon die Inschrift nicht mehr lesen konnte an diesem Gedenkstein. Ja, das ist so ein bisschen beispielhaft dafür, wie das Gedenken eigentlich funktioniert. Und damit redet sich die Stadt bis heute immer noch raus, sagen, wir haben einen Gedenkort geschaffen, wir haben sogar der Familiengedenkort gegeben, wir haben eine Straße umbenannt, ermitteln können wir wirklich nichts. Doch wir sagen gemeinsam mit der Familie, es gibt immer noch unglaublich viel zu ermitteln und wir fordern vehement, gerade jetzt, wo der Prozess endet, darf es keinen Schlussstrich nach dem Prozess geben, sondern die Ermittlung muss jetzt losgehen. Und wir haben einen Aufruf gestartet, den ihr sehr gerne unterschreiben könnt im Internet. Ihr findet überall diese kleinen Aufkleber hier. Verteilt die auch gerne in euren Städten. Aufklärung Tatort Schützenstraße ist unsere Internetadresse. Dort könnt ihr einen Aufruf unterschreiben. Denn wir fordern einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, der institutionalisiert ist. Wir werden diese Forderung laufen lassen jetzt bis Ende des Jahres. Wenn Ende des Jahres nichts passiert, dann werden wir im Juni nächsten Jahres, im Juni 2019, gemeinsam mit dem FC St. Pauli einen eigenen Untersuchungsausschuss aufstellen. Wir werden, und ich hoffe, wir sehen uns, und zwar im Juni, Anfang Juni, wahrscheinlich kurz vor der Fusion, nehmt euch also ein bisschen Zeit dafür, sehen wir uns, denn wahrscheinlich wird es keinen Untersuchungsausschuss geben, im Stadion des FC St. Pauli und werden dort ein Hearing starten, der Stimmen der Betroffenen, und werden unseren eigenen Untersuchungsausschuss auf die Beine stellen. Denn genug zu ermitteln gibt es auch, und ich hoffe auch genug solidarische Menschen, die dazu kommen werden.
2004. Im Juni ist der Nagelbombenanschlag auf die Kölner Kolbstraße. Nachmittags an einem sonnigen Tag ist dort eine große, schwere Bombe explodiert mit 800 Zimmermannsnägel. Die war konstruiert dafür, dass sehr, sehr viele Menschen sterben sollen. Es war ein geplanter Massenmord. Es waren sehr viele Menschen auf der Straße. Und wie durch ein Wunder sind zwar sehr viele Leute verletzt worden, auch schwer verletzt, aber es ist eben tatsächlich niemand gestorben in der Kolbstraße, zumindest nicht unmittelbar durch die Bombe. Und wir haben das Foto hier auch gehabt. Ihr habt ja darüber geredet. Genau, was habt ihr denn dazu, was sieht man da auf dem Foto? Also was für uns auffällig war an dem Foto, das ist, dass es sehr alltäglich auf uns gewirkt hat. Wir sehen hier eine Fußgängerzone in Köln, die aber auch in jeder anderen deutschen Stadt genauso sein könnte. Was wir auch auffällig finden, ist eben dieses Schild oder diese Inschrift, die über der Straße hängt. Also das ist so eine LED-Aufschrift oder wie auch immer. Willkommen auf der Kolbstraße, also da wird auch noch willkommen geheißen. Also man kann überhaupt nicht erkennen an dem Bild, dass da eben dieser Anschlag stattgefunden hat. Und es wirkt auf uns sehr alltäglich, einfach eine Winterlandschaft in dieser Straße und man sieht eigentlich gar nichts. An der Kolbstraße, genau. Was man aber sieht ist, genau, du hast gesagt, Fußgängerzone, es ist keine, aber es ist auf jeden Fall eine Laden- und Geschäftsstraße, wie sie eben in vielen Städten sind. Was man an der Kolbstraße sehr gut verstehen kann, vielleicht besser als auch bei den anderen Morden, ist eigentlich, was eigentlich dahinter steckt. Warum hat der NSU diese Mordserie gemacht? Was ist eigentlich der Grund gewesen? Und wenn man sich mal anguckt, Kolbstraße, es ist eine türkische Laden- und Geschäftsstraße, ist eigentlich die, also sozusagen aushängische ökonomische Rückgrat der türkischen Community in Nordrhein-Westfalen. Wenn man einkaufen will, wenn man gut essen gehen will, dann fährt man auf die Kolbstraße. Kolbstraße ist ein besonderer Ort. Das war vorher anders. Kolbstraße liegt in Köln-Mühlheim. Das ist auf der falschen Rheinseite, wie man in Köln immer sagt, auf der Schelzig, wo sozusagen die wohnen, die man nicht will. Immer schon. Es war ein alter Arbeiterstadtteil dann mit Fabriken dort in Mühlheim. Und diese Fabriken haben dann in den 70er Jahren im Zuge der Deindustrialisierung wie in ganz Deutschland dicht gemacht. Und die Arbeitsmigranten, die Gastarbeiter sind eben auch die gewesen, die dann gefeuert worden sind. Das ist das Ende der Gastarbeiterära. Ihr kennt es alle. Ihr seid ja klug. Und die sollten wieder zurückgehen. Die Gastarbeiter sollten wieder nach Hause gehen. Sie haben es aber nicht gemacht. Auch das wissen wir alle. Sie sind geblieben. Und sie haben sozusagen diese alten Arbeiterstadtteile mit den verfallenen, kaputten Häusern instand gesetzt. Das haben die in Berlin-Kreuzberg gemacht. Das haben die in Dortmund-Nordstadt gemacht. In Kassel haben die das gemacht. In sehr vielen Städten. Und eben auch in Köln. So in der Kolbstraße vor allen Dingen. Und diese Straße hat sich dann entwickelt. Es ist eben eine Prachtstraße. Der Bürgermeister von Mühlheim sagt immer, es ist ein Ghetto. Und es ist aber genau das Gegenteil. Auch da ist es interessant, wie darüber geredet wird. Und dann kommt 2004 diese Bombe, die diese Straße zerstört. Sehr viele Häuser gehen kaputt, sehr viele Geschäfte gehen kaputt. Und der erste Polizeibericht, der sofort danach kommt, sagt, es könnte auch ein terroristischer Anschlag sein. Anderthalb Stunden später sagt das Lagezentrum in Düsseldorf, das mit dem Terroristenanschlag, das streichen wir mal aus dem Bericht raus. Und einen Tag später sagt dann Otto Schily, damaliger Bundesinnenminister, ein terroristischer Anschlag, was rechtsterroristisch bedeutet, ist auszuschließen. Und seitdem, also anderthalb Tage später, wurde nicht in diese Richtung Rechtsterrorismus ermittelt. Hörte man da ermittelt, hörte man sofort eigentlich auf jeden Fall auf die Namen dieses auf das NSU-Trio kommen können. Wenn man zum Beispiel die Bombe eingegeben hätte in die Tatmitteldatei des Bundeskriminalamts, dann wären genau diese Namen ausgesprochen und hat man aber eben nicht gemacht. Was man gemacht hat stattdessen, ist, man hat diese Leute auf der Kolbstraße viele Jahre lang gequält, sie waren die Hauptverdächtigen, man hat Wohnungen gestürmt, man hat die Leute abgehört, der Verfassungsschutz hat undercover Läden eröffnet, man hat da die Leute ausgehorcht und dem Friseur, vor dessen Laden die Bombe detoniert ist, das ist vorne hier links in der Straße, ein paar Meter rein, ist der Friseurladen. Davor ist die Bombe explodiert. Er galt als Hauptverdächtiger, sein Bruder schwer verletzt. Er galt als Hauptverdächtiger und ihm wurde da alles Mögliche unterstellt. 7 Jahre lang war das auf der Kolbstraße der Fall, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Menschen, die Kunden sind da nicht mehr hingegangen. Sehr viele Läden sind kaputt gegangen, pleite gegangen. Diese Straße an sich, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man verstehen muss bei diesem NSU-Komplex, ist runtergegangen, das sichtbarste Zeichen eigentlich einer erfolgreichen Migrantisierung dieser Gesellschaft, einer Festsetzung, einer Einwanderungsgesellschaft, einer postmigrantischen Gesellschaft, ist versucht worden zu destabilisieren. Erst durch den NSU, erst durch die Bombe,
dann durch die Polizei, dann durch die Presse, die gesagt hat, hier ist ein Ghetto, hier ist eine Parallelgesellschaft, und dann durch die Menschen, die diese Straße jahrelang gemieden haben. Es ist ein Angriff auf die Kanakisierung eigentlich dieses Landes. Und genau, wie geht es weiter? Heute kämpfen die vor allen Dingen ums Gedenken. Und da kannst du was zu sagen. Genau, noch als Ergänzung dazu, die Bewohner und Betroffenen in der Kolbstraße sprachen, nachdem die Bombe 2004 hochgegangen war und dann 7 Jahre lang eigentlich diese rassistischen Ermittlungen eben von der Polizei und Sicherheitsapparat da durchgeführt wurden, sprachen die Bewohner in diesem Kontext eigentlich von einer zweiten Bombe. 2011 war dann die Selbstenttarnung des NSU, 2015, 2016 ungefähr in der Zeit, gab es eine recht offizielle Überlegung, ein Denkmal, Mahnmal, das war eine sehr unklare Idee, zu entwickeln. Dafür wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, der dann auch einstimmig entschieden wurde. Und jetzt sehen wir mal kurz eine kleine Animation dazu. Was dabei wichtig ist zu verstehen, auch im ganzen Kontext des Kampfes und auch des Widerstandes in der Kolbstraße, es gab 2001 in der Propsteigasse einen ersten Bombenanschlag, der in der Erinnerung etwas auch droht, in Vergessenheit zu geraten. Das Denkmal Mahnmal bezieht sich auf beide Bombenanschläge, möchte an beide erinnern. Grundidee ist eigentlich das Haus, das angegriffen wurde, die Bodenplatte dieses Hauses, das angegriffen wurde, des Friseurgeschäftes, zu verdoppeln und die Bodenplatte direkt am Eingang der Kolbstraße, also ziemlich genau auch, wo dieses Schild gerade zu sehen war, willkommen in der Kolbstraße, dort zu platzieren und es zu so einer Bühne werden zu lassen, vielleicht auch so eine Skateranlage, Dancefloor wäre eine Möglichkeit, das zu sehen. Von mir aus auch könnte man das sehen als eine minimalistische Skulptur, wer den sozusagen die Kunstbrille aufziehen möchte. Entscheidend dabei ist aber, dass zu dieser Betonbodenplatte, die eben eine verdoppelte Bodenplatte dieses angegriffenen Hauses ist, dass dazu noch eine App kommt und mit einem WLAN-Netz ausgestattet man vor Ort auf dem eigenen Smartphone eigentlich ein virtuelles Haus sehen kann, das so in die Höhe wächst und dieses Haus besteht aus Wänden, die in Wirklichkeit Filme sind, die auf dem Smartphone angeschaut werden können. Warum erzähle ich das so ein bisschen umständlich? Weil das ein Mahnmal-Konzept ist, das in die Zukunft führt, das vor allem eine aktive Erinnerung initiieren möchte, anstatt ein Denkmal irgendwo hin zu platzieren und damit eigentlich sehr viel Gelegenheit auch zu bieten, zu sagen, okay, wenn diese Skulptur, Denkmal, was auch immer das ist, da steht, dann ist aber auch gut, dann müssen wir dieses Thema Rassismus, Geschichte des NSU, Alltagsrassismuserfahrungen von Betroffenen nicht weiter verhandeln. Die Filme, die auf diese digitale Plattform, die zu dieser Betonbodenplatte dazugehört, hochgeladen werden sollen, werden sich beschäftigen genau mit einer aktiven Auseinandersetzung mit Rassismuserfahrungen, auch der Geschichte des NSU. Aber das Entscheidende ist, dass die Betroffenen von Rassismus in diesem Konzept des Mahnmals im Zentrum stehen. Und damit möchte ich das versuchen auch abzuschließen und an Ibrahim Arslan erinnern, der gleich auch noch mal zur Sprache kommen wird, der als Überlebender des Brandanschlages ganz berechtigt sagt, Erinnerung muss ausgehen von der Perspektive der von rassistischer Gewalt Betroffenen und den Opfern, anstatt so eine verschwommene deutsche, sich irgendwie reinwasch-Gedenkkultur, fordern wir daher ein Erinnern, das ganz klar aus der Perspektive derjenigen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind, eben hergestellt und produziert wird. Am 4. April 2006 wird Mehmet Kubacik in Dortmund abgeknallt, in der Malinkrotstraße, 500 Meter Luftlinie entfernt von dem Wohnort von Siegfried Borchardt. SS-Sigi, eine dicke, fette Katze im deutschen Neofaschismus. SS-Sigi,
Man hat seine Initialen, das hat die Nebenklage jetzt aufgedeckt, im Münchner Strafverfahren, auch in der Schuttruine in Zwickau, bei der Beate Schäpe, bei den beiden Uwes auch gefunden. Zwei Tage später, am 6. April um 17.01 Uhr, wird Halit Yozgat in Kassel abgeknallt. Er stirbt noch in den Armen seines Vaters Halit. Die Polizei ist schnell vor Ort und führt den Vater Ismail Yozgat sofort ab zur Vernehmung. Das seht ihr jetzt nicht auf diesem Bild. Was habt ihr auf diesem Bild gesehen? Ich weiß nicht, wer hat darüber gesprochen? Ja, wir hatten jetzt ein bisschen ein anderes Bild hier vorne liegen. Seid ihr das oder sind wir das? Das ist dasselbe Motiv. Ja, wir haben diskutiert, dass das so aussah wie ein Protest noch bevor irgendwelche anderen Gruppen und soziale, andere Gruppen unterstützt haben. Und dass es eher aussah, als würden betroffene Familien, Freunde zusammen demonstrieren. Ja, diese Demonstration am 6. Mai 2006, also etwa einen Monat nach der Hinrichtung von Halit Yozgat in Kassel, von der migrantischen Community, von den Familien Yozgat, von der Familie Kubaschek aus Dortmund mitorganisiert, mit Unterstützung aller im Kasseler Gemeinderat vertretenen Parteien, mit Unterstützung der jüdischen Gemeinde in Kassel, nicht mit Unterstützung der Antifa, nicht mit Unterstützung der Autonomen, nicht mit der Unterstützung von Antirassisten, hat hier stattgefunden. Und diese Demonstration ist ein ungeheures Ereignis, die uns auch mit unserer eigenen Peinlichkeit konfrontiert. Und dieses ungeheure Ereignis besteht darin, die migrantische Community wusste, dass sie sich nicht selber abschlachtet. Sie wussten, dass das Nazis sind. In Dortmund ist Jana Cinjic zeitnah zu den Bullen gegangen als Zeugin und hat gesagt, da habe ich diesen Fahrradfahrer gesehen. Das waren Drogenfreaks oder Nazis sozusagen. Das hat die gesagt in Dortmund. Die war auch jetzt in dem Strafprozess in München. Polizeikommissar Schenk hat die Familie Kubaschek Stammbäume malen lassen sozusagen, weil die Täter wurden doch im Nah- und Bekanntschaftsbereich vermutet. Und der oberste Bullenchef von der BAS Bosporus, Wolfgang Geier, sagte auch nach den beiden Morden, ich halte wenig von ausländerfeindlichen Hintergründen. Und Fokus-Redakteure haben am 15. April 2006 geschrieben, naja, bei den Ermordeten finden sich Drogenreste, Rotlicht, Drogenmafia, das gesamte Programm. Und die Familien Yozgat und Kubaschek wussten, was ihnen drohte. Sie wussten das durch das, was in dieser Mordserie vorher mit den anderen Angehörigen passiert sind. Und sie sind aufgebrochen aus ihrer Rolle als stumm, dullend gemachte Opfer. Und sie sind ausgeschert sozusagen in angesichts dessen, des medialen und polizeilichen Angriffes, haben sich organisiert und haben diese Demonstration an den Start gebracht. Mit den Parolen, kein zehntes Opfer, das könnt ihr hier erkennen, schläft das Innenministerium. Und wir sehen dort auf dieser Demonstration das erste Mal in der Bundesrepublik alle Opfer zusammen auf den Fotos sozusagen. Wir recherchieren das noch. Die Polizei hat es unterlassen, diese Mordserie zu bebildern sozusagen, um eine Öffentlichkeitsfahndung zu machen, Empathie mit den Opfern also zu machen. Das waren die Migranten, die sagen kein zehntes Opfer. Und es gelingt ihnen auch, Semiha Cimcek, die Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Cimcek, sozusagen sprechen zu lassen auf der Kundgebung in Kassel. Und guckt euch dazu das YouTube-Video an. Ist nicht lang, aber es ist ungeheuer berührend. Und Semiha Cimcek sagt, wie viele sollen denn noch umgebracht werden? Werden wir denn schon wieder beschuldigt? Öffnen wir unsere Augen. Und das ist auch an uns gerichtet, die wir damals nicht dabei waren. Und unser NSU-Tribunal hatte viele Ideen. Und eine Idee war, wir stellen uns nachträglich nochmal an die Seite dieser Manifestation in Dortmund und in Kassel, die übrigens sehr aufmerksam von den Nazi-Mördern beobachtet worden ist.
weil sie sie auch in ihrer Selbstenttarnungsvideo aufgenommen haben. Und in Reaktion auf die migrantische Selbstorganisation brach die Mordserie gegen die Migranten, soweit wir es wissen, ab. Darf ich es euch erstmal geben? Will jemand von euch was dazu sagen? Also das ist eine Grafik vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Der Titel ist Lebensstil und man sieht dort in der Mitte, das Oval steht Lebensstil, Lebensführung. Das wird aufgeteilt in zwei Bereiche. Links einmal Bewegung, also Reisen, und rechts heißt es Beute machen. Worüber wir gesprochen haben, ist, dass hier verschiedene, hier auf der linken Seite verschiedenes Verhalten einfach beschrieben wird und rechts werden quasi die Verbrechen betitelt. Und die Überschrift davon ist Schmarotzen sich durch Lebensschlagen. Also das ist uns aufgefallen, dass dort eine Wertung ist. Also es werden erstmal Sachen beschrieben, die beobachtet werden, und die Wertung davon ist, da schmarotzen sich Leute durchs Leben, also haben darauf kein Recht. Und diese Verbrechen entstehen dadurch, dass sie mehr haben wollen, nicht genug haben. Und interessant fand ich auch, dass hier unten bei Rauben auch Raubmorde steht. Also das bezieht sich scheinbar auf migrantische Familien. Also die zeigt irgendwie diesen Rassismus bei der Aufklärung, bei der Polizei. Und gerade diese Verbrechen, die der NSU ja begangen hat, wird jetzt hier auf diese Gruppe, die mit diesem Verhalten, also Reisen, Vagabundieren, in Verbindung gebracht wird, denen zugeschrieben. Also ja. Danke für die Beschreibung auch und die Interpretation. Am 25. April 2007 wurde Michelle Kiesewetter, eine Polizistin, in ihrer Dienstpause erschossen und ihr Kollege Martin Arnold überlebte schwer verletzt. Die Tat wird dem NSU zugerechnet, weil sowohl Michelle Kiesewetter als auch Martin Arnold die Dienstwaffen entwendet wurden, und diese Dienstwaffen wurden dann in Eisenach wiedergefunden, in dem Wohnmobil, wo Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden wurden. Ich will aber nicht mit euch darüber reden, über die Täterermittlungen, sondern eben über die Ermittlungen auch, die hier antiziganistisch geprägt waren, also über rassistische Ermittlungen, die weitergegangen sind. Wie auch in den anderen Tatorten konnte man sehen, dass es sozusagen rassistische Ermittlungen gibt und im Fall Heilbronn antiziganistische Ermittlungen. Rechts sieht man einen Ordner, den hattet ihr nicht. Das ist ein Abbild von einem Ermittlungsordner. Da steht Vernehmungen Landfahrer. Also auf der Theresienwiese wurde Michelle Kiesewetter und Martin Arnold eben erschossen und angeschossen. Und daraufhin wurde dort ermittelt, wer sich dort auf der Theresienwiese befand. Und es wurde der Ordner angelegt, Landfahrer. Dort wurden Leute befragt, da gibt es die Kategorien Schausteller, Landfahrer, und das Wort Zigeuner taucht da ziemlich häufig auf. Ich würde mal gerne eine Folie weitergehen. Ich würde mit euch ganz gerne über den Begriff Landfahrer reden. Wir haben hier die Timeline, die geht von 1899 bis ins Jahr 2016. Das ist eine Timeline von Sondererfassung von Sinti und Roma. Die hat bereits 1899 angefangen. Dort wurde der Nachrichtendienst für Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner ins Leben gerufen. Die Sondererfassung geht dann in der NS-Zeit rüber in die Rasseakten, und die Rasseakten gehen wiederum nach der NS-Zeit wieder in die Sondererfassung von Sinti und Roma ein. Es geht dabei immer darum, dass Sinti und Roma kriminalisiert wurden. Und im Jahr 2014 gibt es eine Anfrage im Baden-Württemberger Landtag, wo nochmal gefragt wird, welche Sonderbezeichnung gibt es denn heute? Und eben über diese ganze Timeline, die man da sieht, gibt es immer wieder verschiedene Begriffe, die angewendet werden. Also es gibt erst den Begriff Zigeuner für die Sondererfassung, dann gibt es Landfahrer, dann mobile ethnische Minderheit, häufig wechselnder Wohnort
Und eben 2014 kam raus, wechselt häufig Aufenthaltsort, also was sehr nah an dieser Sprache liegt. Und dabei geht es immer darum, dass sozusagen die Bezeichnung von Leuten, die als Sinti und Roma gesehen werden, quasi immer umbenannt wird und die Akten aber übernommen werden. Also die Akten fließen quasi immer weiter, nur der Name ändert sich, unter welcher Rubrik diese Leute eben erfasst werden. Dieser Fall von 2014 ist noch nicht nachgewiesen, weil die Polizei muss sich nicht dafür quasi muss nicht nachweisen, dass sie dort nicht Sinti und Roma ermittelt oder sondererfasst. Dabei geht es auch immer um potenzielle Kriminelle. Dabei sind wir gerade dabei, das nachzuweisen. Dieselbe Anfrage gab es dann auch in Sachsen im Landtag mit derselben Aussage. Und es gibt auch 2016 nochmal einen Hinweis von der Staatsanwaltschaft, wo der Begriff Zigeuner auftaucht. Worum es hier also geht, ist um die Stigmatisierung von Sinti und Roma als Kriminelle. Und nochmal, wenn man nochmal die Folie wieder zurückgeht, das ist die operative Fallanalyse vom Oktober 2007. Also im April wurde der Mord begangen und das ist die operative Fallanalyse, wo das Täterprofil erstellt wird. Da wird nicht explizit gesagt Sinti und Roma, man sieht aber ziemlich klar, wer hier eigentlich kriminalisiert wird. An dem Tatort wurde eine unbekannte DNA gefunden. Die unbekannte DNA taucht an mehreren Tatorten in Deutschland und Österreich auf. Und das bestätigt quasi die Polizei, reisende Täter zu suchen. Und sie geben diese DNA irgendwann nach Österreich. In Österreich ist etwas erlaubt, was hier bis vor kurzem jedenfalls noch nicht erlaubt war, und zwar die DNA-Analyse. Dort wird festgestellt, welche Augenfarbe, welche Hautfarbe und welche geografische Herkunft. Da kam dann heraus, dass diese unbekannte DNA einer Südosteuropäerin zuzurechnen ist. Das passte dann in dieses Täterprofil, Sinti Roma, und es wurden 800 Frauen bespeichelt, sagt man das, und später noch gibt es 3500 Vergleichsproben. Es wurde 2 Jahre ausschließlich Sinti und Roma ermittelt. Ich wollte das hier nochmal darlegen mit 2 Zitaten. Einmal ein Freiburger Verhandler, der gesagt hat, dem Stern, auch bei den Mitgliedern von mobile sozialen Gruppen wie Sinti und Roma, doch die sind schwer zu erfassen, diese Gruppen kann man nicht flächendeckend speicheln. Anderes Zitat von dem Leiter der Soko Parkplatz, der also damals die Ermittlungen im Fall Kiesewetter geleitet hat. Kommissar Huber sagt, er schließe aus, dass es sich bei der DNA-Spur um einen Irrtum handele. Einer Hypothese zufolge könnte die Frau einer Sippe des sogenannten fahrenden Volkes entstammen, Roma oder Sinti, im Volksmund auch abfällig Zigeuner genannt. Nach 2 Jahren fliegt das Phantom auf. Es handelte sich dabei um eine verunreinigte DNA-Spur. Eine Frau, die diese DNA-Wattestäbchen herstellt, hatte sie verunreinigt. Obwohl das aufgeflogen ist und es eine sehr große mediale Präsenz gab und quasi eine Riesenblamage für die Polizei, wurde 2 Wochen danach beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg nach kriminellen Landfahrern angefragt. 1 Monat später, also die Polizei hat ja mittlerweile auch den Leiter gewechselt von dieser Soko-Parkplatz. 1 Monat später wird der BND angefragt, selbes Thema, Landfahrer. Das ist quasi auch die Parallele, die es hier quasi zu den anderen Mordopfern auch gibt, eben diese rassistischen und antiziganistischen Ermittlungsansätze. In Mannheim startet jetzt ein kleines Projekt. Im November wird es stattfinden, wir müssen reden, Hadi, wo wir auch das nochmal thematisieren. Antiziganismus, NSU, Widerstand der Sinti und Roma, der eben auch dort in Baden-Württemberg einer seiner Ursprünge hat. Und auch das versuchte Pogrom in Schönau 1992, ein Pogrom im Westen, was quasi auch sehr häufig immer vergessen wird. Oder dass auch im Westen, das war noch vor Rostock-Lichtenhagen, diese Gewaltwelle gegen Geflüchtete auch losgegangen ist. Bevor wir zum nächsten Punkt weitergehen, würde ich gerne noch eine Sache ergänzen. Wir haben viel zu Beginn jetzt über den Rassismus, über die rassistische Mordserie gesprochen. Jetzt haben wir gerade
viel darüber gehört, dass auch der Antiziganismus in diesem NSU-Komplex eine Rolle spielt und es gibt auch eine Rolle des Antisemitismus. Darüber ist lange überhaupt nicht gesprochen worden. Im Tribunal haben wir das erste Mal versucht, das aufzuarbeiten und zusammenzutragen, was für eine Rolle der Antisemitismus im NSU-Komplex eigentlich gespielt hat. Es hat, soweit wir wissen, keine antisemitischen Gewalttaten gegen Personen gegeben während dieses Bestehens des NSU. Es gibt aber eine ganze Reihe andere antisemitische Taten, die eine Rolle spielen und die zeigen, wie sehr der Antisemitismus auch der Kitt ist, der diese Nazi-Szene in dieser ganzen Zeit zusammenhält. Schon in der Frühphase des NSU sind Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mit SA-Uniformen in Buchenwald durch die Gedenkstätte marschiert. Es hat aus dem Umfeld des NSU einen Anschlag auf die Erfurter jüdische Landesgemeinde gegeben. Da ist ein Schweinekopf auf das Gelände geworfen worden. Es haben sich in den sogenannten Feindlisten des NSU, da wo sie ihre potenziellen Anschlagsziele zusammengestellt haben, eine ganze Reihe von jüdischen Orten, jüdischen Institutionen in Deutschland gefunden und Beate Zschäpe ist vermutlich auch dabei erkannt worden, wie sie die Synagoge in der Riekestraße in Berlin ausgespäht hat, die ein sehr viel frequentierter Ort der jüdischen Gemeinde in Berlin ist. Und es ist uns wichtig, dass wir diesen Aspekt nicht vergessen, aber nicht nur, um zu zeigen, Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus gehören hier wie auch in vielen anderen Fällen ganz eng zusammen und sind gemeinsam in diesem NSU-Komplex verzahnt, sondern weil man an diesem Beispiel auch nochmal auf eine Geschichte von Solidarität und Widerstand hinweisen kann. Denn es hat schon sehr früh, schon zu Beginn der 1990er Jahre, auch immer wieder solidarische Stellungnahmen gegenseitiger Art gegeben. Und eine, auf die ich euch gerne hinweisen will, ist der Brief, den Ralph Giordano, ein Shoah-Überlebender Anfang der 1990er Jahre nach diesen Pogromen, über die wir auch gehört haben, geschrieben hat. Damals hat er sich als jüdischer Intellektueller öffentlich geäußert und gesagt, wir werden diesen Nazis nicht mehr hilflos gegenübertreten. Und er hat einen offenen Brief an Helmut Kohl geschrieben, in dem er gefordert hat, dass Juden und Jüdinnen sich bewaffnen. Und er hat den Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik in diesem Brief geraten, dasselbe zu tun. Und es war ein riesiger Eklat. Es gab große Empörung, die Bundesregierung stand Kopf ob dieses Briefs und es ist eine total wichtige Geste gewesen, da zu zeigen, wir lassen das nicht mit uns machen, sondern wir organisieren uns selber, wir nehmen im Zweifel dafür auch militante Mittel und es war eine ganz wichtige Geste der Solidarität gegenüber den migrantischen Betroffenen dieses frühen Terrors. Und ich kann euch sehr ans Herz legen, diesen Brief mal zu lesen. Es ist ein sehr eindrückliches Zeitdokument. Das Foto hier an der Wand, dort könnt ihr Ismail Yozgat sehen, den Vater von Halit Yozgat im Münchner Gerichtssaal. Und wer von euch hat das Foto gehabt, um es zu besprechen? Möchte da jemand was dazu sagen, was euch dazu eingefallen ist? Ja, also wir vermuten, dass das Foto in einem Gerichtssaal aufgenommen worden ist, aufgrund der Kleidung der beiden Herren, die hinter dem Vater von Halit Yozgat da sitzen. Ja, es ist ungewöhnlich, dass in einem Gerichtssaal ein Plakat hängt mit einer politischen Botschaft, das ist uns aufgefallen. Und ja, das zeigt vielleicht auch, dass der Vater von Halit Yozgat mutig genug war und wahrscheinlich auch bis heute ist, seine Forderungen offensiv zu vertreten und sich nicht einschüchtern, wahrscheinlich bis heute sich nicht hat einschüchtern lassen von der deutschen Justiz und den zuständigen Ermittlungsbehörden. Ja, vielen Dank also für diese instruktiven Worte, also denen ich absolut zustimme. Mit Ismail Yozgat haben wir jemanden, der kein Bundesverdienstkreuzträger im Kampf gegen Rechtsextremismus ist, sondern wir haben jemanden, der viel Größeres für uns alle hier in dieser Gesellschaft geleistet hat. Also er auch als ein Aktivist der Familien Yozgat und Kubaschik, die Manifestation von Kassel
und natürlich sein Auftreten in dem Münchner Gerichtssaal, wo er auch nochmal diesem Staatsschutzrichter Götzl auch nochmal gezeigt hat, wie sein Sohn da im Blut, also da auf dem Boden gelegen hat und sich selbst in diesen Gerichtssaal hineingelegt hat, was sozusagen in der Ordnung ja gar nicht vorgesehen ist. Und wir verdanken Ismail Yozgat auch für uns jetzt die Orientierung zu dieser Manifestation, kein Schlussstrich. Es sind die Familien Yozgat und Kubaschik, die gesagt haben, schläft das Innenministerium, kein zehntes Opfer. Und es ist Ismail Yozgat, der 2016 gesagt hat bei einer Kundgebung, entweder das Gericht von München, Richter Götzl, kommt nach Kassel in den Internetladen und überzeugt sich davon, dass der Verfassungsschützer Andreas Temmel den Mörder entweder gesehen hat oder mein Sohn selber umgelegt hat, entweder das Gericht kommt dahin zu einer Tatortbesichtigung und wenn das Gericht dem nicht folgt, erkennen wir das Urteil nicht an. Richter Götzl ist diesem Wunsch nicht gefolgt. Im Gegenteil, Richter Götzl hat einen Beschluss gemacht, hat gesagt, der Andreas Temmel, dieser Verfassungsschützer, ist ein guter Mann. Und die ganzen Lügen, also von denen wir wissen, sozusagen, die machen ihn sogar noch besonders glaubwürdig, so in einem Gerichtsbeschluss, sozusagen. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, uns jetzt hier auch an die Seite nochmal der Familie Yozgat und Kubaschik und aller Opferfamilien zu stellen, wenn wir jetzt nach München und an vielen anderen Orten in der Bundesrepublik zum Tag X, zum Tag der Urteilsverkündung mobilisieren. Kein Schlussstrich, wir erkennen das Urteil nicht an. Und das verdanken wir eben auch den migrantischen Familien. Und das sind wir ihnen auch schuldig. Ja, da steht ja schon drauf, was es ist. Wir hatten das Bild gehabt. Hat da jemand drüber gesprochen? Dann spreche ich drüber. Genau. 2017 in Köln gab es das Tribunal NSU-Komplex auflösen. Es war ein Ergebnis einer vieljährigen Organisierung von solidarischen Menschen zusammen mit den Betroffenen der NSU-Terrors, zusammen auch mit Angehörigen von Ermordeten anderer rassistischer Angriffe. Es ist ein jahrelanges gemeinsames Kennenlernen entstanden, viele Aktionen, vieles ist geschehen in diesen Jahren und es war klar in diesem Kennenlernen, in diesem Prozess, in diesem solidarischen Prozess, dass im Grunde genommen etwas fehlt, nämlich der Ort, wo genau diese Geschichten, von denen wir euch heute ein paar erzählt haben, dieses Wissen der migrantischen Menschen, der Angehörigen, der Opfer, der Betroffenen, dass das fehlt in dem ganzen Narrativ. Alle reden über die Täter, alle identifizieren sich natürlich in einer negativen Art und Weise mit den Tätern, sagen ganz schlimm, aber die, um die es eigentlich geht, kommen eben nur als Opfer vor und nicht als die, die im Grunde genommen wissen und die Erfahrung haben, was es auf sich hat mit Rassismus in diesem Land, mit strukturellen Rassismus. Und das haben wir versucht sozusagen zu verändern mit dem Tribunal, einen Raum zu schaffen, wo sozusagen dieses Wissen ungehindert und ungebremst sozusagen seiner ganzen Breite sich entfalten kann, weil weder in den Untersuchungsausschüssen noch vor Gericht in München findet das eben statt. Das ist das, was fehlt und jetzt haben wir viele Jahre gearbeitet und sehr, sehr viel ist jetzt da. Diese ganzen Geschichten, von denen wir euch ein paar erzählt haben heute, wurden in den letzten Jahren im Grunde nach vorne geholt, der Mut gefunden, das zu erzählen. Und vielleicht nochmal wichtig, weil ihr seid ja alles Linke, nehme ich mal an, es krankt ja immer mit dem Antirassismus, weil immer irgendwas fehlt. Es gibt entweder die Antifa, die total wichtig ist, die aber sozusagen die Migranten oft nicht auf dem Zettel haben. Dann gibt es die Antira-Leute, die irgendwie auch immer nur das Leid sozusagen verwalten und von einem Skandal zum anderen gehen und eigentlich immer die rassistischen Skandale erzählen. Und dann gibt es wieder die Migranten und Migrantinnen, die sozusagen ihre eigene Geschichte haben, die aber ganz unverbunden damit ist. Und was hier, glaube ich, auf jeden Fall gelungen ist und warum es auch so eine Stärke entwickelt hat, dieses Tribunal durchzuführen letztes Jahr mit mehreren tausend Leuten über viele Tage in Köln am Schauspiel, wo wir sehr viel erzählt haben, ist diese Arbeitsteilung im Feld des Antirassismus zu überwinden und im Grunde genommen so einen Dreischritt zu entwickeln. Dass wir einerseits nochmal dem Schmerz und dem Skandal Raum gegeben haben, dass die Leute, die Betroffenen erzählen konnten, was ihnen passiert ist, was ihnen angetan wurde. All diese vielen, vielen Geschichten, die immer noch nicht alle erzählt worden sind, immer wieder kommen neue Geschichten, wie die Menschen behandelt worden sind, von der Polizei, von den Medien und so weiter. Also das haben wir gemacht, wir haben das erzählt, wir haben aber noch was anderes gemacht. Wir haben selber auch recherchiert
und haben selber angeklagt. Das wurde ja am Anfang gesagt in der Anmoderation. Wir haben eine Anklageschrift entwickelt mit 90 Menschen, die wir verantwortlich erklären für den NSU-Komplex. Das sind natürlich Nazis, das sind V-Leute vom Verfassungsschutz, sind Politiker, sind aber auch Medienleute, die die ganze Zeit rassistisch gehetzt haben. Es sind sozusagen sehr viele, viele Leute, die wir sozusagen benannt haben. Und wir haben diese Anklage der Gesellschaft, also euch, übergeben, damit umzugehen oder was mitzumachen. Das war der zweite Schritt, dass wir angeklagt haben. Und wir haben aber noch einen dritten Schritt gemacht, den ich ja fast den wichtigsten finde, nämlich nochmal deutlich zu machen, deswegen auch das Wichtige mit der Kolbstraße. Was wurde eigentlich angegriffen? Angegriffen wurde hier die Einwanderung, sozusagen die Veränderung dieser Gesellschaft, die Migrantisierung dieser Gesellschaft, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass es kein hegemoniales Deutschland gibt und dass es keine Deutschen gibt, sondern dass sozusagen dieses Land ein anderes ist und dass Migranten und Migrantinnen da einen wesentlichen Anteil daran haben. Und dass die Nazis und die Rassisten, egal wie viele Morde sie machen und egal wie viel rassistische Hetze passiert, dass das nicht rückgängig machbar ist, dass die Migrantisierung unumkehrbar ist und dass es sozusagen aus einer Stärke heraus, wie wir auch geredet haben, dass die Nazis trotz des Schmerzes, den sie uns angetan haben, am Ende verlieren werden. Das ist unsere Wette auf die Zukunft. Das ist der Dreischritt, den wir mit dem Tribunal gemacht haben. Und sehr viel ist seitdem passiert, Konferenzen, andere Dinge, dieser Workshop hier. Und es geht immer weiter. Hanna hat es ja erzählt, jetzt in Mannheim und an vielen anderen Orten, auch am Tag X jetzt in München demnächst. Quasi abschließend geht es natürlich um die Frage, was könnt ihr tun? Ihr könnt zusammen mit uns zum sogenannten Tag X fahren. Der Tag X ist der Tag, an dem das Urteil in München gesprochen wird. Urteil eines quälenden Prozesses, in dem die Angehörigen jahrelang darum gewartet haben, dass es von Angela Merkel gegebene Versprechen, dass es lückenlose Aufklärung gibt, ausgesprochen wird. Dieser Prozess hat alles gebracht, aber keine lückenlose Aufklärung. Er ist geführt worden von der Generalbundesstaatsanwaltschaft, die gesagt hat, der NSU waren nur drei Täter, zwei sind tot, eine haben wir und es gab keine staatlichen Verstrickungen. Wir alle wissen, dass dem so nicht ist, deswegen heißt diese ganze Kampagne kein Schlussstrich. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass an dem Tag vor dem Gericht Leute stehen, den Angehörigen, die reingehen werden an diesem Tag ins Gericht, Solidarität zeigen. Es ist aber auch wichtig, an dem Tag in das Gericht zu gehen, diesen ganzen Nazi-Drecksschwein sozusagen keine Plätze zu geben. Ihr müsst wissen, dass in den letzten Monaten eigentlich fast nur noch Nazis in diesem Gericht sitzen. Das ist unerträglich für die Angehörigen. Und es ist wahnsinnig toll, wenn ihr sozusagen die Bereitschaft habt, an diesem Tag X tatsächlich nach München zu kommen oder gemeinsam mit uns den ganzen Tag vor dem Gericht Kundgebung zu machen. Da gibt es ganz, ganz viel Programm und abends wird es eine gemeinsame Demonstration geben. Wer das nicht schafft, München ist weit und es ist noch nicht ganz klar, wann dieser Tag X ist. Also das wird so sein, dass wahrscheinlich nächste Woche der Tag verkündet wird, vermutlich in der übernächsten Woche, wann das Urteil gesprochen wird. Also es wird um den 9.10. gerade Juli spekuliert. Wer es aber nicht schafft, nach München zu fahren, würden wir bitten, euch auf der Internetseite, hier gibt es drei Flyer, da könnt ihr drauf gucken, euch zu erkundigen, ob es vielleicht in euren Städten lokal Aktionen geben wird. Geht bitte auf die Straße, stellt euch an die sozusagen richtigen Punkte und demonstriert und macht ein bundesweites Netzwerk der Solidarität. Was ihr vor allen Dingen danach auch machen solltet, ist, diese ganze Scheiße ist noch nicht zu Ende. Erkundigt euch, macht weiter, engagiert euch und es gibt sehr, sehr viel zu tun. Wir würden uns sehr freuen, euch in München zu sehen. Eine ganz wichtige Sache vergessen zu sagen. Es geht natürlich darum, dass die Stimmen und der Widerstand der Betroffenen überall zu hören sein müssen und dass ihr und wir das gemeinsam mit den Betroffenen transportieren müssen. Thank you.
Und fast zum Abschluss hören wir jetzt noch Worte von Ibrahim Aslan, die er gesprochen hat bei der Möllner Rede im Exil im letzten Jahr in Berlin. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Politiker reden und verhandeln dürfen. Heute ist der Tag, an dem Betroffene und Opfer, die Hauptzeugen des Geschehenen, sprechen. Wir werden niemals vergessen und niemals verzeihen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen über ein Mädchen und einen kleinen Jungen. Es sind zwei Kinder, die sehr viele Unterschiede haben, aber auch doch vieles gemeinsam. Das junge Mädchen wurde dann im Laufe der Zeit von ihren Geschwistern getrennt. Die eine Schwester musste nach Palästina und ihr Bruder nach Amerika fliehen, um dort zu überleben. Ihre Eltern und ihre Schwestern Ruth wurden von deutschen Nazis ermordet, als sie 17 bzw. 18 Jahre alt war. Sie wurde beschimpft, bespuckt, zur Arbeit und zum Musikmachen gezwungen. Der kleine Junge musste sich auch ganz früh von seiner Schwester, Cousine und von seiner Oma trennen. Sie wurden von Neonazis ermordet, als er 7 Jahre alt war. Nun leben sie an einem ihm unbekannten Ort. Er wurde auch beschimpft und als Schandfleck abgestempelt. Sie, Esther Bescherano, geboren 15. Dezember 1924 in Sallerois, hat die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück und den faschistischen deutschen Regime überlebt. Mit ihrem Satz »Wir leben trotzdem« hat sie den Kampf gegen das Vergessen, gegen Rassismus und Faschismus aufgenommen. Er, Ibrahim Aslan, geboren 13. März 1985 in Mölln, hat diesen feigen rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 überlebt. Er kämpft seitdem gegen Rassismus und Faschismus, damit sich diese menschenverachtenden Taten nie wiederholen. Unser Schicksal, was uns vereint, wird uns auch von nun an unzertrennbar machen. Gegen Faschismus und gegen Rassismus. Was wüssten wir von den Geschichten ohne euch? Ohne die Geschichten von euch Überlebenden, die ihr alle Widerständen zum Trotz immer wieder erzählt habt. Wir möchten eure Geschichten, Gedanken und Wünsche hören. Fragen wir uns einfach mal selbst, wie viele hier in diesem Raum denn die Opfer der NSU oder andere rassistischer Morde kennen oder vorher kannten. Wie viele Namen fallen uns ein? Uri Jalloh, Ramazan Avcı, Enver Şimşek, Halit Yozgat, Süleyman Taşköprü, Theodoros Bulgaridis, Burak Bektaş oder die Betroffenen? Gamze Kubaşık, Semiha Şimşek, Osman Taşköprü, Melek Bektaş, Ahmet Bektaş. An wie viele Geschichten der Betroffenen können wir uns erinnern? Die Gesellschaft muss sich mit den Geschichten der Betroffenen auseinandersetzen, um sich mit ihnen zu identifizieren, damit solche Taten aufhören. Wir als Familie Aslan werden immer da sein, um gegen Faschismus und Rassismus zu kämpfen, damit so etwas sich nie wiederholt. Nie vergessen, nie verzeihen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Wir klagen. Wir klagen um die Opfer, um die, die so schmerzlich fehlen. Wir klagen an. Denn der Schmerz verlangt eine Konsequenz. Wir klagen all diejenigen an, die sich hinter den Strukturen ihrer rassistischen Normalität verstecken. Und wir klagen ein. Wir klagen eine andere Realität ein, eine solidarische Gesellschaft. Wir stehen ein für eine postmigrantische Gesellschaft, die uns vereint in unserem Kampf für eine bessere Welt. Und das seit Jahrzehnten. Und zum Abschluss wollen wir mit euch nochmal gemeinsam tanzen. Willkommen in Kanakistan. Willkommen in Kanakistan! Willkommen in Kanakistan!